Wir kommen dann zu Tagesordnungspunkt 6, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz über den Bürgerbeauftragten des Landes Hessen und den Landesbeauftragten für die hessische Polizei mit der Drucksache 20/2083. Und der Abgeordnete Rudolph von der SPD-Fraktion bringt den Gesetzentwurf ein. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Schluss noch ein guter Gesetzentwurf. Bevor es andere sagen, sage ich es lieber selber. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Frömmrich, wir ahmen den GRÜNEN nichts nach. So weit ist es dann Gott sei Dank auch noch nicht an der Stelle. Sondern das, was Sie im letzten Koalitionsvertrag versprochen haben, so eine Art Ombudsmann oder irgendwas zu machen, haben Sie nicht umgesetzt in 5 Jahren. In dieser Wahlperiode, das ist Fakt, oder wird das bestritten? Nein. Dann in dieser Wahlperiode, ja, ich wollte nur vorbeugen, dann in dieser Wahlperiode, ein Jahr vergangen, nichts passiert. Wir haben im Dezember im Rahmen einer Aktuellen Stunde diskutiert. Da wurde in allgemeiner Form etwas fabuliert. Da kommt irgendwas, aber was kommt, wissen wir noch nicht. Wir haben damals gesagt, wir bieten gerne Hilfen an, weil wir der Meinung sind, ein Bürgerbeauftragter tut dem Land Hessen gut, tut den Bürgerinnen und Bürgern gut. Deswegen haben wir diesen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Erster Punkt, der sich von Ihren bisher bekannten Vorstellungen – wir haben ja noch keine Einzelheiten, die Landesregierung muss ja noch den Gesetzentwurf für Sie schreiben – meine Damen und Herren, der erste Unterschied sicherlich ist, wir wollen, dass der Bürgerbeauftragte vom Hessischen Landtag direkt gewählt wird. Das ist eine unabhängige Stelle und stärkt seine Position. Deswegen wollen wir das auch so umgesetzt wissen. Was soll der Bürgerbeauftragte leisten? Wir haben es formuliert, so ein Lotse durch das Behördendickicht. Das, glaube ich, haben viele Kolleginnen und Kollegen im Haus schon erlebt, dass Bürgerinnen und Bürger zu einem kommen und sagen, ich habe da ein Problem mit einer Behörde oder können Sie mal einen Weg oder eine Tür öffnen. Und das können wir uns vorstellen, dass der Bürgerbeauftragte mit Stellen ausgestattet ist, beim Landtag angesiedelt, eben auch kurze Wege eröffnen kann, kurze Möglichkeiten darstellen kann. Kontaktscheu und Ängste, die ja doch Bürger haben, wenn manche das Wort Bürokratie hören und ein Behördenschild sehen, dann ist es vorbei. Dann sagen sie, das kann und will ich nicht, das nehme ich nicht in Anspruch. Und ein Bürgerbeauftragter soll die Hemmschwelle sinken, sich an staatliche Behördeninstitutionen zu wenden. Und deswegen glaube ich, ist das ein guter, ein richtiger Ansatz. Damit er auch die entsprechenden Möglichkeiten hat, vom Landtag gewählt, und wir haben mal vorgesehen, Besoldungsgruppe B7. Aber das sind alles Sachen, die kann man im Rahmen der parlamentarischen Beratung auch weiter besprechen. Na ja, Herr Kollege Hahn, ein Staatssekretär hat B9. Der Datenschutzbeauftragte ist jetzt auch in der B-Besoldung. Also insofern muss es auch insgesamt passen zur Aufgabenwahrnehmung. Zweitens soll dieser Bürgerbeauftragte gleichzeitig in Personalunion Landesbeauftragter für die hessische Polizei werden. Wir sind der Meinung, wir brauchen einen Ansprechpartner auch für die hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten und auch die Bürger, der außerhalb einer Behördenhierarchie angesiedelt ist. Das halten wir für wichtig. Warum? Der erste Ansprechpartner der Polizei war der langjährige Personalratsvorsitzende im Innenministerium. Da gab es, glaube ich, gar keine Inanspruchnahme. Jetzt ganz wenige. Warum? Das ist auch, finde ich, relativ klar und nachvollziehbar. Da soll ein Polizeibeamter sagen, ich habe Probleme mit einem Dienstvorgesetzten, dann geht das in die Hierarchie des Ministeriums. Da gibt es Berührungsängste. Das muss noch nicht mal böse gemeint sein, aber ich finde, eine unabhängige Instanz bietet eher die Möglichkeit, zu sagen, ich habe da ein Problem, kann der eingreifen und regulierend wirken. Deswegen glaube ich, eine unabhängige Instanz auch für die hessischen Polizeibeamtinnen und Beamten, aber auch für Bürger, ist der richtige Weg. Und das kann der Bürgerbeauftragte, meine Damen und Herren, auch in Personalunion machen. Und deswegen ist das ein guter Ansatz. Was unterscheidet unseren Gesetzentwurf von den bisherigen Vorstellungen der Koalition, das, was mündlich vorgetragen wurde in der Aktuellen Stunde oder auch im Ältestenrat, als wir den Haushalt beraten haben? Wir wollen eine klare Abgrenzung zum Petitionsrecht. Ich habe das im Dezember gesagt, ich bekräftige das gerne. Die Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen leisten im Petitionsausschuss eine gute, konstruktive Arbeit. Das soll auch weiterhin geschehen. Deswegen Petitionsrecht, Verfassungsrecht ist die eine Seite. Und darüber hinaus gibt es noch Anliegen von Bürgern, die nicht dem Petitionsrecht unterliegen. Deswegen klare Abgrenzung. Das ist übrigens der Unterschied zur rheinland-pfälzischen Rechtsregelung, wo der Bürgerbeauftragte auch mit für Petitionen zuständig ist. Klare Trennung. Und wenn jemand mal kommt, kann man die an die andere Stelle verweisen, wenn es nötig ist. Also, wir sind der Auffassung,
das ist ein Gesetzentwurf, über den lohnt es sich ernsthaft zu reden. Deswegen wollen wir auch ein parlamentarisches Verfahren mit einer Anhörung. Wir sind offen für Anregungen, wenn man etwas anders gestalten, konstruieren will. Aber dass wir in Hessen eine Stelle brauchen, wo sich Bürgerinnen und Bürger hinwenden können, der auch ausgestattet ist mit der Reputation Wahl durch den Landtag, das ist zwingend notwendig. Und weil wir gelegentlich von der Koalition hören, die Opposition macht keine sachlichen Vorschläge. Das ist ein sachlicher Vorschlag, den kann man anders sehen, aber er ist einer, über den man diskutieren kann. Und wir haben geliefert. Und deswegen ist das ein wichtiger Ansatz. Wir freuen uns auf die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Rudolph. Als nächstes hat sich der Abg. Gaab von der AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Verehrte Frau Präsidentin, liebe Damen und Herren Abgeordnete, meine sehr geehrten Damen und Herren! Einen Bürgerbeauftragten oder Landesbeauftragten in Hessen zu schaffen, wird ja schon seit längerer Zeit diskutiert. Und wir finden die Idee, egal ob sie damals von der Regierungskoalition angestoßen wurde oder jetzt von der SPD-Fraktion wieder aufgegriffen wird, grundsätzlich nicht verkehrt. Es hat schon einen gewissen Charme, wenn man eine Anlaufstelle bzw. einen Ansprechpartner für die Bürger schafft, die den Bürgern in unserem doch häufig sehr bürokratischen Staat und seinen Abläufen hilft, ihnen den Weg weist und sie im Umgang mit den Behörden unterstützt. Besser wäre allerdings, die an vielen Stellen vorrangig und hinderliche und schwer zu verstehende Bürokratie abzubauen, als neue Stellen zu schaffen, die den Steuerzahler unnötig Geld kosten und die man mit etwas Fantasie auch als Versorgungsposten ansehen kann. Nun gut, liebe Kollegen der SPD, mit Versorgungsposten kennen Sie sich ja spätestens seit dem Skandal bei der AWO bestens aus. Trotzdem hat die Vorstellung eines unabhängigen Bürgerbeauftragten einen gewissen Reiz, aber auch nur, wenn dieser wirklich unabhängig ist. Und da haben wir von der AfD-Fraktion unsere Zweifel. Als ich mich dann eingehender mit dem Gesetzentwurf der SPD beschäftigt habe, kamen mir weitere Zweifel. Ich möchte hier gerne auf ein, zwei Punkte näher eingehen. Betrachten wir uns den Bürger bzw. den Landesbeauftragten in Bezug auf unsere Polizeibehörden und dem, was dazu teilweise in den Medien geäußert wurde, da kann ich leider nur festhalten, dass mit solchen Äußerungen unsere Polizei und jeder Kollege, der dort täglich im Dienste unserer Verfassung, des Rechtsstaats und zum Schutze unserer Bürger seinen Dienst versieht, beschädigt wird. Die Installation eines zusätzlichen Ansprechpartners, es gibt nämlich schon einen zusätzlichen Ansprechpartner bei der Polizei, und Teile ihrer Äußerungen tragen weiter dazu bei, dass das Bild unserer Polizei in der Öffentlichkeit falsch wiedergespiegelt wird. Und es macht den Kollegen das Leben unnötig schwer. Denn es trägt auch zu einem weiteren Akzeptanzverlust und zu weiterer Respektlosigkeit gegenüber unseren Beamten bei und macht die hervorragende Arbeit unserer Polizisten wieder ein Stück weit schwerer. Diese negativen Äußerungen, auch wenn sie so vielleicht nicht gemeint sind, und das will ich an dieser Stelle deutlich sagen, liebe Kollegen, ich glaube wirklich nicht, dass Sie dies so beabsichtigt haben. Aber Sie richten trotzdem damit den von mir eben beschriebenen Schaden an. Diese teils negative Kommunikation im Zusammenhang mit der Polizei aus gewissen politischen Richtungen läuft schon seit Jahrzehnten, und sie hat einen Großteil zur aktuellen Situation unserer Polizeibehörden beigetragen. Ich habe zu diesem Thema unter anderem auch die Polizeigewerkschaften um Stellung gebeten und auch eine sehr ausführliche und für mich als ehemaligen Polizeibeamten wenig überraschende Stellungnahme dazu erhalten. Ich zitiere: Die Deutsche Polizeigewerkschaft Hessen sieht in der Einrichtung eines Bürgerbeauftragten oder einer Ombudsstelle in erster Linie eine materialisierte Form des Misstrauens gegenüber den bestehenden staatlichen Institutionen, insbesondere der Polizei, die in letzter Konsequenz als Exekutive
diesen Staat vertritt. Im Zusammenhang mit den aufkeimenden Rechtsextremismusvorwürfen gegenüber der Polizei stellte man sich intern die Frage, welche Informationen bzw. Hinweise beim jetzt schon existierenden Ansprechpartner der Polizei in Hessen zu dieser Thematik vorliegen. Ergebnis: Es lagen keine Erkenntnisse vor. Keine Erkenntnisse, keine Hinweise, keine Anzeichen irgendwelcher Informationen, kein Flurfunk, nichts. Es wurde ihm also nichts gemeldet. Das Ergebnis wurde in der politischen Führung mit Erstaunen aufgenommen. Für Praktiker war es keine Überraschung. Ein Ansprechpartner der Polizei als Anlaufstelle für die wichtigen Fragestellungen, die den Kolleginnen und Kollegen auf der Seele brennen, ist offensichtlich ungeeignet. In diesem Zusammenhang wurde in allen Gesprächen allein durch die DPOLG Hessen vertreten, dass es weder einen Ansprechpartner der Polizei braucht, um Missstände aufzuzeigen, noch braucht es dafür eine Art Ombudsmann, auf welcher parlamentarischen Ebene auch immer. Das Ergebnis einer solchen Funktion ist nicht nur, die Einrichtung einer solchen Funktion ist nicht nur dazu geeignet, das Vertrauen in das ordnungsgemäße Funktionieren des Staates in Zweifel zu ziehen, sondern vielmehr Misstrauen in der Bevölkerung zu sehen. Misstrauen in die Kolleginnen und Kollegen, die mit beiden Beinen auf dem Boden der Verfassung stehen, die ihre Dienste an den Bürgerinnen und Bürgern leisten und damit die Berufsgruppe darstellt, die der Sicherheit und Ordnung, Recht und Gesetz in Hessen Geltung verschafft. Eine unabhängige Stelle außerhalb der Polizei, die gibt es bereits. Mit der Staatsanwaltschaft existiert bereits eine überparteiliche neutrale Stelle, die als Herrin des Verfahrens auch heute schon Strafanzeigen direkt auch gegen Polizeibeschäftigte aufnehmen und Straftaten verfolgen kann. Die parteipolitische Unabhängigkeit der Besetzung dieser Ombudsstelle ist aus heutiger Sicht nicht garantiert. Aus Sicht der DPOLG Hessen rückt die Fragestellung in den Fokus, ob die Ombudsstelle zu einem Versorgungsposten wird. Dies werden wir im Auge behalten. Heute Morgen, lieber Herr Rudolph, heute Morgen in der Debatte um den Mindestlohn hat Sie, liebe SPD, die Meinung der Gewerkschaft ja noch interessiert. Nun, so sieht man den Bürgerbeauftragten in Teilen der Personalvertretungen und Gewerkschaften bei der Polizei in Hessen. Hoffentlich interessiert Sie diese Sichtweise, diese Meinung der Gewerkschaft jetzt auch noch. Was den eben nochmals angesprochenen Punkt einer möglichen Versorgungsstelle angeht, so kann man bei einer Besoldung von B7 schon auf solche Gedanken kommen. Da möchte doch gleich fast an jener Seite Bewerbung in den Ring werfen. Aber ernsthaft, ich bitte Sie, wenn diese Stelle wirklich geschaffen werden sollte, einfach einmal positiv, kreativ zu sein und keine Person aus Ihren eigenen Reihen zu nehmen, sondern eine wirklich unabhängige Person. Herr Abgeordneter Gab, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja. Wir möchten trotzdem festhalten, dass wir in Hessen diese Stelle im Hinblick auf unsere Polizei glücklicherweise nicht brauchen. Denn es gibt jetzt schon eine Vielzahl an Möglichkeiten, Fehlverhalten von Polizeibeamten sowohl intern als auch extern zu melden. Damit brauchen wir auch keine weitere Stelle in Hessen in Bezug auf unsere Polizeibehörden schaffen, schon gar nicht eine weitere Versorgungsstelle. Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf unter anderem aus den eben von mir genannten Gründen zum jetzigen Zeitpunkt ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Gab. Als nächstes hat sich der Abg. Frömmrich von der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, ein wichtiges Thema, mit dem wir uns hier beschäftigen. Und ich kann für die Koalitionsfraktionen, glaube ich, sagen, es ist kein größeres Kompliment für die Arbeit dieser Regierung und auch für den Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün gibt, wenn die Opposition, hier die größte Oppositionsfraktion,
von dem, was Schwarz-Grün im Koalitionsvertrag vereinbart hat, nämlich den Bürgerbeauftragten und die Ombudsstelle für die Sicherheitsbehörden, wenn sie den schneller umgesetzt haben will, wenn sie das noch schneller haben will, das ist doch ein wirkliches Kompliment für diese Arbeit unserer Koalition, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mehr von Schwarz-Grün, schneller von Schwarz-Grün, das ist, finde ich, ein Lob. Der Bürgerbeauftragte, da kommen Sie jetzt hinter uns hergerannt. Beim Lobbyregister machen Sie das ähnlich. Das stand ja auch schon bei uns im Koalitionsvertrag. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir werden das machen. Wir haben das im Koalitionsvertrag vereinbart. Und wenn die Opposition sogar sagt, dieser Koalitionsvertrag ist so gut, dass wir den noch schneller umgesetzt haben wollen, dann freut uns das, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir werden diesen Bürgerbeauftragten einführen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das habe ich schon in der Aktuellen Stunde im Dezember gesagt. Wir haben dazu im Übrigen, Herr Kollege Rudolph, die Haushaltsmittel im Haushaltsplan schon veranschlagt. Wir haben dort die Stellen. Wir haben die Stellen dort schon vorgesehen im Entwurf. Und wir werden daher dieses Projekt auch angehen. Wir werden in der Koalition, und das zeichnet uns aus, diese Thematik bereden. Wir werden dazu einen Gesetzentwurf erarbeiten. Wir werden diesen Gesetzentwurf abstimmen. Und dann werden wir den natürlich, wie das in Koalitionen üblich ist, vielleicht in Berlin nicht, aber hier ist es üblich, werden wir das inhaltlich diskutieren und es dann dem Hessischen Landtag zur Beratung vorlegen. Ich finde, ein gutes Projekt, und es freut uns, dass es die Unterstützung auch der größten Oppositionsfraktion hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen diese Ombudsstelle, diesen Bürgerbeauftragten nicht in Konkurrenz zum Petitionsausschuss machen. Das haben wir auch schon in der Aktuellen Stunde gesagt. Ich will es aber noch einmal betonen, weil es des Öfteren angeklungen ist. Ich selber habe zwei Legislaturperioden für meine Fraktion im Petitionsausschuss gesessen. Ich weiß, wie wichtig die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss ist. Ich weiß, mit welchem Engagement dort gearbeitet wird. Aber wir erleben das doch alle in unserer Arbeit in diesen Ausschüssen und auch im Petitionsausschuss habe ich es erlebt, dass es manchmal ganz einfach ist, Menschen zu helfen, die sich an einen wenden. Manchmal sind es nur zwei oder drei Anrufe, die man tätigen muss, um jemandem in einem im Behördenumgang zu helfen, um einen Tipp zu geben, um als Lotse zu fungieren. Das haben wir in unserer täglichen Arbeit doch ganz oft erlebt. Und deswegen sagen wir, wir wollen das neben dem Petitionsverfahren implementieren, als sozusagen als niederschwelliges Angebot für die Bürgerinnen und Bürger. Und wenn die SPD diesen Vorschlag von Schwarz-Grün so gut findet, dann freut uns das ganz besonders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen mit diesem Bürgerbeauftragten das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die demokratischen Einrichtungen, in die Verwaltung, in die Institutionen des Landes weiter stärken und noch mehr Transparenz im staatlichen Handeln schaffen. Die neu eingerichtete Stelle soll als Vermittlerin für die Bevölkerung im Umgang mit den Behörden dienen. Hierzu zählt ausdrücklich auch der hessische Sicherheitsbereich und die Sicherheitsbehörden. Wir wollen mit dem Bürgerbeauftragten die positiven Erfahrungen, die wir in vielen anderen Bundesländern gemacht haben, ich will das hier noch einmal sagen, in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern und in Bayern gibt es solche Stellen, und durchweg sind die Erfahrungen mit diesem Bürgerbeauftragten, mit diesen Ombudsstellen positiv. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben das als Abgeordnete auch in unseren Büros, in unseren Abgeordnetenbüros, dass die Lebenswelten und auch der Umgang mit den Behörden immer komplexer für viele Bürgerinnen und Bürger wird, dass Bürger nicht mehr wissen, an wen sie sich wenden, welche Behörden zuständig sind. Genau in diese komplexen Lebenswelten wollen wir jemanden setzen, der den Menschen in diesen Fragen hilft und ein niedrigschwelliges Angebot schafft. Dieser Bürgerbeauftragte soll Lotse sein, er soll manchmal Moderator sein, er soll Vermittler sein, er soll Lösungswege auffinden, aufzeigen. Und deswegen, Herr Kollege Rudolph, wunderbar, dass Sie diesen schwarz-grünen Ansatz teilen und dass Sie den Koalitionsvertrag noch schneller umsetzen wollen. Das freut uns ganz besonders, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir freuen uns, dass dieser Koalitionsvertrag offensichtlich auch die Zustimmung der Opposition findet. Mehr Schwarz-Grün fordern Sie ja. Das ist der richtige Weg. Vielen Dank, Herr Rudolph. Wir werden natürlich den Antrag, den Gesetzentwurf, den wir erarbeiten, dem Landtag zuleiten. Und dann freue ich mich auf die Debatten im zuständigen Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Frömmrich. Als Nächstes hat sich der Abg. Bellino von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet.
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich darf mich dem Vorredner anschließen und vielleicht noch konkretisieren, dass auf der Seite 66 unseres Koalitionsvertrages klar niedergelegt ist, dass wir in dieser Legislaturperiode einen Bürgerbeauftragten, eine Ombudsstelle einrichten werden. Und wir haben auch gesagt, das geht jetzt in Richtung AfD, dass es hier nicht darum geht, so wie Sie das dargestellt haben, Herr Graf, dass das jetzt nur dass das für die Polizei, der ist für die Bürgerinnen und Bürger des Landes Hessen da, ist auch dafür da, wenn Sicherheitsbehörden angesprochen werden. Aber es ist keineswegs so, dass dies hier eine Misstrauenserklärung, ein Misstrauensvotum für unsere Polizei oder den Verfassungsschutz darstellt. Es geht darum, wie der Kollege Frömmrich dargelegt hat, dass es in der Tat ein niederschwelliges Angebot sein soll für Menschen, die eben an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen oder der Meinung sind, Grund zu haben, sich zu beschweren. Und da gibt es die Möglichkeit des Petitionsausschusses, es gibt die Möglichkeit, eine Petition einzureichen. Wir wissen aber auch, dass damit eine gewisse Hemmschwelle einerseits verbunden ist und andererseits, dass dann, wenn eine Petition eingereicht wird, natürlich auch ein staatlicher Apparat ins Arbeiten kommt. Das sind die fleißigen Kolleginnen und Kollegen im Petitionsausschuss, das ist das Petitionsreferat und das sind dann auch die Behörden, die dann notfalls gerichtsfest entsprechende Unterlagen bereitstellen müssen bzw. beantworten müssen. Und hier wollen wir ein zusätzliches Angebot schaffen, um vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch eine Entlastung des Petitionsreferates, des Petitionsausschusses zu erreichen und auf der anderen Seite dem betroffenen Bürger die Möglichkeit geben, dass etwas schneller gelöst werden kann. Denn oft sind es ja oder mitunter sind es ja wirklich zwei, drei Anrufe oder eine Mail oder etwas anderes, weil wir uns ja nun mal auch ein Stück weit besser auskennen oder derjenige, der diese Stelle. Herr Belliner, lassen Sie eine Zwischenfrage zu von Herrn Lebrun? Nicht, nein. Dass wir die Möglichkeit haben, das entsprechend zu platzieren. Ich sagte bereits, dass dies im Idealfall eine Mithilfe ist für ein Petitionsreferat, aber keinesfalls eine Konkurrenz oder keinesfalls dies in einer Konkurrenz zu sehen ist. Etwas Unverständliches für uns, dass die SPD hier vorprescht. Klar, Kollege Frömmrich hat das ja dargestellt und es suffisant dargestellt. Schön, wenn Sie noch schneller sein wollen. Aber ich sage auf der anderen Seite, gerade bei diesem Thema, einmal, weil es ja missverständlich interpretiert werden kann Richtung AfD, oder aber, weil wir in der Tat die Schnittstelle Petitionsreferat und Bürgerbeauftragte klar formulieren müssen, ist Gründlichkeit wichtiger als Geschwindigkeit. Und die SPD war so schlimm, dass sie sich selbst überholt hat, denn wurde relativ unreflektiert in dem Gesetzentwurf, in dem Teil 1 ein Thüringer Part der dortigen SPD übernommen. Und man hat es so korrekt gemacht, dass man sogar die Rechtschreibfehler mit übernommen hat in dem Antrag der hessischen SPD. Also da würde ich sagen, Augen auf beim Abschreiben. Und sind so froh, dass Sie keinen Doktortitel haben. Dann müssen wir den vielleicht dann abgeben. Aber das ist nur an dieser Stelle hier auch eine Erwähnung wert. Wir hoffen, dass wir dann, wenn wir das in den Ausschüssen besprechen, in der Tat mit dem nötigen Ernst auf der einen Seite, aber auch mit der Bereitschaft aufeinander zugehen machen. Wir haben gesagt, auch im Koalitionsvertrag niedergelegt, dass wir gerne auf die anderen Fraktionen zugehen, um hier nach Möglichkeit eine einstimmige oder eine breit getragene Gesetzesinitiative zu haben. Ich sage noch einmal, das soll etwas sein, es muss etwas sein, was den Bürgerinnen und Bürgern weiterhilft. Zum Abschluss darf ich noch sagen, weil der Kollege Rudolph so meinte, Larifari, also erstens einmal meine Kollegin Heitland, die in der Aktuellen Stunde dazu gesprochen hat, hat kein Larifari von sich gegeben, sondern eine klar strukturierte Rede, die auch in den Inhalten gezeigt hat, was wir uns vorstellen. Und vor allen Dingen in den Pressemitteilungen, die Sie haben lesen können, haben Sie klar zur Kenntnis nehmen sollen oder müssen, dass es eben kein Larifari ist, wenn wir bereits in dem laufenden Haushaltsplan 350.000 € für diese Stelle vorgesehen haben, dass wir sagen, der oder die Bürgerbeauftragte soll noch zwei Mitarbeiter haben, damit eben auch eine entsprechende Entlastung stattfinden kann. Und die klare Aussage, das ist ganz wichtig, dass diese Stelle eben dem Landtag zugeordnet ist und dass sie nicht in der zweiten Gewalt angesiedelt ist, sondern dass sie in der Tat im Landtag angesiedelt ist. Das sind
Das sind klare Aussagen und dann auch klares Bekenntnis zu einer Stelle, die dafür sorgen wird, die dazu beitragen soll, dass die Bürger noch leichter, als es bisher schon der Fall ist, sich an uns wenden können, wenn sie irgendwo meinen, nicht gut behandelt worden zu sein oder nicht weiterzukommen. Ich freue mich auf die Debatte. Vielen Dank, Herr Abg. Bellino. Als nächstes hat sich der Abg. Dr. H.C. Hahn von den Freien Demokraten zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Eine ähnliche, fast deckungsgleiche Diskussion haben wir ja schon im Dezember geführt. Schön, dass wir es heute noch einmal wiederholen dürfen. Es war auch schon zu einer relativ späteren Stunde, glaube ich, oder zu einer frühen Stunde, aber mit Chaos. Jedenfalls, liebe Kolleginnen und Kollegen, anscheinend im Gegensatz zu vielen anderen Fraktionen in diesem Hause sind wir über diesen Gesetzentwurf nicht glücklich. Er passt weder in unseren staatsrechtlichen Aufbau herein, noch passt er in unseren rechtsstaatlichen Aufbau herein. Und dazu kostet er auch noch zusätzlich Geld. Also eigentlich alles Negative, was man sich so zusammenschreibt, mache kein Gesetz, ist hier in diesem Gesetzentwurf genauso im Übrigen wie in den Ankündigungen von Schwarz und Grün in der Aktuellen Stunde im Dezember hier aufgelistet. Wir wollen keinen Petitionsausschuss leiten. Wir haben einen Petitionsausschuss. Wir haben ein hervorragendes Referat dazu. Und jeder, der von uns dort schon mitgearbeitet hat, weiß, dass das eine sehr bürgernahe, aber trotzdem den Rechtsstaat verpflichtende Arbeit ist. Und das ist gut so. Wir wollen also keine Doppel- und Dreifachstrukturen. Und ich bin ja mal gespannt. Ich glaube, der Kollege Frömmrich war es eben gewesen, der sagte Doppelstrukturen und so weiter, und man müsse das abschichten. Das bin mal gespannt, wie das funktionieren soll. Ich glaube, das ist rechtlich gar nicht machbar, es so einzugrenzen, wie Sie es eben gesagt haben. Und dann kommen nachher die Doppelstrukturen raus, und das ist nicht gut, deshalb wollen wir es nicht. Dann sind die Sozialdemokraten noch ein bisschen weitergegangen. Hessen vorn, hätte man früher mal dazu gesagt, aber leider nur bei der Besoldung. Also in der Diskussion, wenn ich das richtig aus der Erinnerung noch zitiere, war B3 hier in Hessen von der Regierungsfraktion angesprochen gewesen. Wir sind jetzt schon bei B7 und tun Sie mir einen Gefallen. Wenn jetzt irgendjemand erklärt, die FDP in Rheinland-Pfalz hat dafür gestimmt, so kann ich nur antworten, auch das bedauere ich. Auch das bedauere ich. Ist vielleicht die einfachste Art, das Thema wegzukriegen. Wir wollen keine Doppelstrukturen haben. Wir wollen auch nicht, dass es für B7 oder wie in einem Bundesland ja sogar für B9 gemacht wird. Nein, wir wollen, dass die jetzigen Strukturen bestehen bleiben. Ich bin gespannt auf die Anhörung. Und ich darf Ihnen sagen, wir werden mehrere Organe der Rechtspflege einladen, zu diesem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen. Ich bin mal gespannt, was die Rechtsanwaltskammer dazu sagt. Das ist ja eigentlich eine Aufgabe, wenn es jedenfalls zu Konflikten kommt, für die das Organ der Rechtspflege, nämlich der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin, zuständig sind. Jetzt soll denen das auf einmal, keine Ahnung, wie auch immer. Also auch darüber werden wir uns freuen. Und damit ich noch Ihnen ungefähr 3 Minuten früher Freizeit geben kann, bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich für die wunderschönen 3 Tage, die wir gemeinsam verbringen dürfen. Und ich darf allen Kolleginnen und Kollegen sagen, wir Freie Demokraten setzen gleich noch 3 Tage Klausur obendrauf. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als nächstes hat sich der Abg. Schaus von der Fraktion DIE LINKE zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Dr. Hahn, ich wünsche Ihnen noch 3 weitere schöne Tage. So. Ja, bereits vor einigen Monaten haben wir damals auf Antrag. Bitte? So, okay. Ich bin leider schon verplant, aber sonst würde ich das Angebot gerne annehmen. So, also
Das geht alles von meiner Zeit ab, Frau Präsidentin. Ich würde jetzt gerne anfangen. Bereits vor einigen Monaten haben wir damals auf Antrag der GRÜNEN über einen Bürgerbeauftragten gesprochen. Allerdings, ich hatte den Eindruck, nur mal so, also ohne, dass ein Gesetz vorgelegt wird oder angekündigt wird. Nur nun endlich kommt durch die SPD und den Gesetzentwurf sozusagen Bewegung in die Sache, aber leider offensichtlich nicht in den Regierungskoalitionsfraktionen. Und wir haben auch gemerkt in der Diskussion, Bürgerbeauftragte, das Schild, das heißt erstmal schon mal gar nichts, ja? Sondern das kann man so sehen und so sehen, je nachdem. Und ich glaube sehr wohl, wenn wir in eine Diskussion eintreten, dann werden wir zu sehr unterschiedlichen Auffassungen kommen. Das zeigt ja schon diese Diskussion. Wir sind der SPD für Ihren Gesetzentwurf sehr dankbar, da sowohl die Bürgerbeauftragte als auch der Polizeibeauftragte eine gesetzliche Grundlage erhalten müssen, auf der diese neue Stelle erst arbeitsfähig wird. Die brauchen Sie deshalb auch bevor es losgeht und nicht erst hinterher, Herr Frömmrich. Und man kann nicht einfach hergehen, wie Sie sozusagen drei Stellen schaffen bei der Landtagsverwaltung und dann sagen, wir gucken mal, was da passiert. Im Übrigen war das genau das, ja, dass nicht ausgestaltet wird, was hier passieren soll, aber Stellen geschaffen wurden, der Grund für uns, im Einzelplan 1 uns der Stimme zu enthalten, weil so eine Mogelpackung machen wir nicht mit. Wir als LINKE unterstützen den Gesetzentwurf der SPD, zumal wir ähnliche Vorstellungen dazu haben. In unseren jüngst eingebrachten Haushaltsanträgen haben wir sozusagen auch schon weitere Mittel für eine gut ausgestattete Stelle beantragt. Wir sehen das ähnlich wie der Datenschutzbeauftragte als eigene Behörde an, nicht als Teil der Landtagsverwaltung, und wollen dafür 15 Stellen vorsehen. Warum brauchen wir eine Ombudsstelle bzw. einen Bürgerbeauftragten? Seit wir 2008 zum ersten Mal in den Landtag eingezogen sind, forderten wir eine solche unabhängige Stelle. Wir fordern sie, weil es immer wieder Vorwürfe gegen Behörden oder die Polizei gibt, die sachgerecht und neutral aufgearbeitet werden müssen. Dies sollte auch im Interesse der Betroffenen und eigentlich aller Fraktionen hier im Hause sein. Und es ist gut, wenn es eine unabhängige Stelle, die beim Landtag so wie der Datenschutzbeauftragte auch als eigenständige Behörde und eben nicht als Teil der Landtagsverwaltung eingerichtet wird, die internen wie externen Vorwürfen nachgeht. Bisher untersucht z.B. die Polizei selbst, ob Vorwürfe gegen sie berechtigt sind oder nicht. Ähnlich ist es auch in anderen Landesbehörden. Kollegen ermitteln also gegen Kollegen, und das ist durchaus problematisch. So wurden z.B. im Fall der NSU 2.0-Morddrohung gegen eine Frankfurter Rechtsanwältin die Ermittlungen gegen Polizisten des 1. Frankfurter Polizeireviers lange Zeit intern im eigenen Präsidium geführt, obwohl eigentlich das LKA zuständig war. Erst als sich die Betroffene an die Presse wandte, wurde der Fall öffentlich, Herr Bellino. Erst dann wurden die Mitglieder des Innenausschusses informiert. Und mit Übernahme durch das LKA kam das Verfahren erst richtig in Gang. Wir wissen alle sozusagen, was da ins Rollen gekommen ist. In all diesen Fällen gab es auch immer wieder Vorwürfe und gibt es Vorwürfe von Bürgerinnen und Bürgern, denen nachgegangen werden muss. Ich will ausdrücklich hinzufügen, das heißt nicht, dass Vorwürfe gegenüber der Polizei im Allgemeinen oder Behördenmitarbeitern immer berechtigt sind. Aber ihnen muss sachgerecht und neutral nachgegangen werden, und das von einer unabhängigen Stelle. Dennoch stehen in der Öffentlichkeit viele der Ermittlungen immer wieder auch im Verdacht, und den muss man entkräften. Sie würden halt nur formal und mit dem Ziel, sie schnell intern einzustellen, geführt. Und diesen Eindruck müssen wir durch eine unabhängige arbeitende Behörde, die mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet werden muss, begegnen. Und das ist auch dann besonders wichtig, wenn Vorwürfe innerhalb von Behörden, also von Kollegen gegen Kollegen, erhoben werden. Denn auch Amtsmissbrauch wird oft nur durch Whistleblower öffentlich, weil der es Angst wegen Repression in den eigenen Behörden gibt. Deshalb war ich erfreut,
als sich im schwarz-grünen Koalitionsvertrag zumindest eine vage Formulierung gefunden hatte, dass eine solche Stelle eingerichtet werden soll. Doch da endete meine Freude dann aber auch schon. Denn normalerweise gibt es ja dazu einen Gesetzentwurf, damit auch klar ist, welche Aufgaben hat denn diese Behörde und welche Kompetenzen hat sie. Aber es liegt von den Koalitionsfraktionen bisher nichts dazu vor, außer der berühmten Pressemitteilung von Jürgen Frömmrich über das, was schon im Koalitionsvertrag steht. Und es wurden Finanzmittel für eben schon drei Stellen beim Landtag beantragt. Im Übrigen, lassen Sie mich sagen, wenn es darum geht, eine neutrale Stelle zu schaffen, dann hätte ich erwartet, dass sich die Landtagsfraktionen alle zusammensetzen auf Initiative der Koalitionsfraktion, um darüber zu beraten, wie können wir diese Stelle neutral und entsprechend und gemeinsam gestalten, damit sie auch entsprechend getragen wird. Dass jetzt die SPD sozusagen die Scharte auswetzen muss, die die Koalitionsfraktionen versäumt haben, weil sie sozusagen ein Placebo offensichtlich in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben, den sie ernsthaft gar nicht nachgehen wollen, so ist mein Eindruck. Ja, man schafft mal drei Stellen, aber man weiß nicht, was damit zu machen ist. Es soll nämlich keine Konkurrenz zum Petitionsausschuss entstehen, und es soll auch es muss deshalb eine eigenständige Regelung auch erfolgen. Das ist der Punkt. Und wenn Sie sagen, ja gut, bis Ende der Legislaturperiode, das sind immerhin noch mehrere Jahre. Ich habe den Eindruck, Sie wollen das auf die lange Bank schieben, weil es da Konflikte zwischen den beiden Koalitionsfraktionen gibt. Und das lassen wir Ihnen nicht durchgehen. Ich komme zum Schluss. Was wir brauchen, ist eine Stelle für erste Konflikte und Vorwürfe gegen Behörden oder bei Konflikten und Vorwürfen innerhalb der Behörden. Das sollte gesetzlich klar geregelt sein, als eigenständige Behörde und unabhängig von Regierungshandeln. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schaus. Für die Landesregierung hat der Staatsminister Peter Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung lehnt den vorliegenden Gesetzentwurf ab. Bürgernähe, Bürgerfreundlichkeit und Transparenz gehören zu den wesentlichen Prinzipien der Hessischen Landesverwaltung. Die Landesverwaltung ist modern aufgestellt und leistet ihren Dienst zugunsten der hessischen Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehört selbstverständlich bereits heute, dass Bürgerinnen und Bürger Beschwerden vorbringen können, die eingehend geprüft werden. So bestehen beispielsweise ein umfangreiches Petitionsrecht sowie die Möglichkeit der Dienstaufsichtsbeschwerde. Mit dem Krafttreten des Hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes hat das Land Hessen die Rolle der Bürger weiter gestärkt und ihnen im gesetzlichen Rahmen freien Zugang zu den amtlichen Informationen der öffentlichen Stellen des Landes gewährt. Die Regierungsfraktionen streben zur weiteren Stärkung der Bürgernähe die Einrichtung einer Ombudsstelle für Bürgeranliegen und Beschwerden entsprechend an. Das wird die Hessische Landesregierung selbstverständlich unterstützen. Vielen Dank. Vielen Dank. Für eine zweite Runde hat sich der Abgeordnete Rudolph zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zunächst muss ich an die Kolleginnen und Kollegen der FDP mein Bedauern aussprechen. Drei Tage Landtag, drei Tage Koalition, dann noch Fraktionssitzung. Sie sind mutig, aber das ist nicht mein Problem. Herr Kollege Bellino, ich finde, Ihr Beitrag war dem Thema jetzt mal nicht angemessen. Das war ein bisschen sehr, sehr überheblich. Wenn ich Ihnen jeden Fehler, den Sie müssen Ihre eigenen Gesetzentwürfe nachbessern, die Sie sich vorher von der Regierung schreiben lassen. Und dann machen Sie mal nicht den überheblichen, da fehlt ein Komma oder ein I-Punkt. Ich finde, das Thema hat es durchaus verdient, dass wir darüber reden. Und Herr Kollege Hahn, Ihre rechtlichen Bedenken, die teilen wir in gar keiner Weise. Es gibt in einigen Ländern tatsächlich Bürgerbeauftragte in unterschiedlicher Konstruktion. Aber eines Ihrer schwächeren Argumente ist, dass rechtlich sei nicht zulässig. Das halten wir an der Stelle für falsch. Und der Kollege Bellino hat ja seine Pressemitteilung umschrieben. Ombudsstelle ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben. Aber das ist ja noch kein Qualitätskriterium. Und der Koalitionsvertrag entfaltet auch keine Rechtsnormen. Weil Sie haben im letzten Koalitionsvertrag es reingeschrieben, und Sie haben fünf Jahre nichts hingekriegt. Und jetzt machen wir als Opposition einen Gesetzentwurf,
Da kann man inhaltlich unterschiedlicher Meinung sein, auch über die Ausgestaltung. Aber Sie müssen sich irgendwann einmal in diesem Landtag entscheiden. Entweder macht die Opposition Vorschläge, über die kann man dann diskutieren. Dass wir am Schluss nicht glauben, dass Sie den aus unserer Sicht guten Gesetzentwurf übernehmen, das weiß ich sehr wohl. Trotzdem ist das Thema eines, was viele Menschen bewegt. Und das ist der Ansatz, um den es geht. Wir wollen etwas regeln. Und da bin ich bei Kollegen Frömmrich. Ja, der Petitionsausschuss leistet eine gute Arbeit. Aber das ist nur ein Teil. Bestimmte Leute brauchen Hilfe außerhalb des Petitionsausschusses. Und die Verwaltung kann gar nicht so gut sein. Und zu dem Unsinn, den eine Fraktion erzählt hat, pauschale Polizeikritik. Wir sind sehr dafür, dass wir Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte schützen, dass sie unseren Respekt bekommen. Aber auch für Polizeibeamte gilt Recht und Gesetz. Das bestreitet niemand ernsthaft. Und deswegen, mit dem Unsinn muss man sich inhaltlich auseinandersetzen. Wenn es ernst gemeint ist, wenn Kollege Frömmrich, Kollege Bellino, Ihr Angebot ernst gemeint ist, dann können wir die unterschiedlichen Ansätze auch unterschiedlich diskutieren in einer gemeinsamen Anhörung. Und dann werden wir tatsächlich ja sehen, nein, wo sind Schnittstellen? Aber dass sich etwas verändern muss, ist unstrittig. Und die Freude des Innenministers, dass ein solches Gesetz kommt, die haben wir eben gesehen, die hält sich in Grenzen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Rudolph. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der ersten Lesung angekommen und überweisen den Gesetzentwurf der SPD mit der Drucksache 20/2083 an den Hauptausschuss und mitberatend an den INA. Machen wir so. Dann haben wir noch drei Punkte offen, Tagesordnungspunkt 9, 11, 12. Alle ins nächste Plenum oder gibt es andere Wünsche? Herr Frömmrich, drück mal drauf. Wo ist er denn? Alle ins nächste Plenum, bitte. Frau Präsidentin, alle bitte ins nächste Plenum. Gut, dann machen wir das so. Alle Tagesordnungspunkte ins nächste Plenum. Dann sind wir am Ende der heutigen Sitzung. Ich wünsche allen einen schönen Abend, den Freien Demokraten eine schöne Klausur und bis zum nächsten Mal.